Ja, auf in den Kampf. Moin, hier ist die nordische Sprotte. Ja, ich gebe auf. Das heißt, ich gebe nicht komplett auf, sondern ich möchte aufgeben, gegen mich selber zu kämpfen. Weil ich habe gerade eben festgestellt, ich kann nicht mehr. Also ich habe mich eben ins Bett gelegt, um mich auszuruhen. Was, obwohl ich ja eigentlich gar nicht müde bin, aber irgendwie so, ja, fertig. Dann habe ich im Bett gelegen, Herzrasen, klitschnasse Hände und dann dachte ich so, es geht einfach nicht weiter so. Es muss Feierabend sein. Es ist einfach schwierig mit anzusehen. Ich habe hier ja den Resthof und mir brechen die Scheunen unterm Hintern weg. Die Scheunen sind von innen schmutzig. Die müssten eigentlich regelmäßig mal gefegt werden. Mein Garten verwildert. Gut, die Tiere freut's, die Insekten freut's. Freut mich ja auch. Aber so ein bisschen Struktur hätte ich schon gerne drin. Aber gut. Das ist auch wirklich das Einzige. Meine Arbeit ist nicht der Stress. Ich arbeite teilweise nur 2 Tage die Woche. Und es macht mir Spaß und ich merke, es macht mir Spaß oder ich erhole mich fast dabei, weil ich bin ja beschäftigt mit Geld verdienen und ich fahre zu meinen Kunden und ich habe nicht den Stress, den ich zu Hause habe. Das heißt, mein Gehirn ist abgeschaltet. Zu Hause habe ich Smartphone, iPad vor der Nase, höre Hörbücher oder mache irgendwelche Puzzle und stricke dabei nur um meinen ständig summenden Kopf, meine ständig rasenden Gedanken von mir fernzuhalten. Und mein Mann sagt schon immer, wenn du heute nichts tun willst, dann tu doch einfach nichts, lass es doch. Ich kann nicht, ich kann es nicht. Das Nichtstun oder das, was weiß ich, locker sitzen, Hörbuch hören, stricken. Lass es mich doch 2 Stunden oder 3 Stunden am Tag machen. Immer ehrlich, es ist ja eigentlich auch egal, aber ich stehe so unter Druck während der ganzen Sache. Und jetzt ist ja auch noch so, am 17. Mai hat mein Mann Geburtstag und ich habe auch ganz tolle Geschenke. Ich freue mich auch total, meine Eltern kommen, das sind ja unsere einzigen Kontakte. Aber ich stehe so unter Druck, weil ich möchte denn natürlich ganz viel gemacht haben. Ich würde gerne, dass das ein bisschen schöner aussieht, dass das schöner aussieht. Also meine Erwartungen sind wahnsinnig hoch und ich habe bis jetzt eigentlich kaum was geschafft. Ich hatte jetzt gedacht, gut, du hast jetzt ja noch ein paar Wochen. Machst du jeden Tag ein bisschen. Klappt überhaupt nicht. Denn möchte ich natürlich auch die Erwartung meiner Eltern, dass es hier vielleicht mal ein bisschen so aussieht, als wenn es vorangeht, auch bei mir. Die Erwartung werde ich nicht erfüllen können. Und ganz ehrlich, es ist einfach so. Ich setze mich dermaßen unter Druck. Ich habe jetzt schon wieder Herzrasen. Und mir geht es nicht gut. Also ich muss da meine Ziele wirklich klar definieren und sagen, egal, es ist völlig egal, wie es am 17. Mai aussieht. Ich freue mich auf meine Eltern, ich freue mich auf den Geburtstag meines Mannes und er soll einen tollen Tag haben und ich möchte halbwegs anständig in diesen Tag gehen. Fertig. Und ja, vielleicht kann ich ja auch demnächst mal wieder nach Dänemark. Ich werde vielleicht sogar nächstes Wochenende geimpft, wenn ich Glück habe oder die Tage drauf irgendwie, dass ich dann meine erste Impfung schon mal bekomme. Und dann freue ich mich da. Also da freue ich mich ja schon mal auf jeden Fall drauf. Ja, ich habe mir eben mal kurz ein paar Notizen gemacht, was los ist. Also wie gesagt, ich habe hier den totalen Tatter. Ja, und worauf ich jetzt wirklich meinen Fokus legen will, ist einfach schlicht und ergreifend meine Gesundheit. Sowohl die körperliche als auch die mentale. Und meine mentale ist für den Hintern. Ich bin super zufrieden mit meiner Abnahme, 75 Kilo. Ich fühle mich gut, ich passe in viele Hosen wieder rein, ich kann wieder Jeans tragen, ich sehe nicht mehr für mich jetzt so ganz verboten aus, ich kann mich besser bewegen und das ist gut so. Also wenn ich jetzt mein Gewicht so halte, wenn ich weiter abnehme, ist okay, aber ich versuche jetzt erstmal mich jetzt wirklich mit dieser neuen Ernährung, die ich jetzt auch über Carola Schröder kennengelernt habe, mich da einfach mehr mit zu beschäftigen, weil ich habe gemerkt, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe das gedacht, so, ach, dann brauchst du ja nur hier ein paar Schräubchen, da ein paar Schräubchen, ja, am Hintern, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt wirklich 2 Tage auch weiterhin aufgeschrieben und ich wollte mehr essen. Es ist echt schwierig, die Kalorien so zu erhöhen, dass ich, ja,
nicht weiter abnehme. Da muss ich mich also wirklich weiter mit auseinandersetzen. Ich muss mich auch nochmal mit Carola in Verbindung setzen, dass ich nochmal genau weiß, wie viel Öl ich da zu mir nehme. Und ich muss halt aufpassen, vielleicht nicht zu viel Käse zu essen. Da werde ich mich nochmal mit ihr auseinandersetzen. Ja, und da habe ich hier auch geschrieben, irgendwo muss doch der Spaß am Leben geblieben sein. Ja, ich glaube, ich sollte mich mal auf die Suche machen danach. Weil eigentlich bin ich, ich sage immer, eigentlich bin ich ein optimistischer, fröhlicher Mensch. Und ich habe ja auch trotz diesem ganzen Desaster, inneren, kaputten, kaputt sein, habe ich ja trotzdem den Spaß am Leben. Es ist ja nicht so, mein Mann und ich, wir lachen viel. Also es ist nicht so, dass ich hier völlig runterfahre. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich wirklich morgens definitiv eine Ritalin nehmen muss, weil ich wirklich so schon anfange. Und wenn ich so anfange, dann renne ich überall gegen, dann tue ich mir weh, dann fällt mir was runter, dann mache ich was kaputt. Also jetzt schon morgens gleich eine Ritalin, um erstmal mich runterzufahren. Gut, das ist das, was ich medikamentös machen kann, aber ich muss natürlich meinen Kopf anders freikriegen. Und ja, und vielleicht auch mal etwas weniger das iPad und das Smartphone vor der Nase, sondern diesen Zustand versuchen vielleicht auch mal zu ertragen. Das habe ich auch in einer Therapie mal gelernt. Man muss Dinge auch einfach mal ertragen können. Also sprich, man nicht zum iPad zu greifen, man nicht ein Hörbuch zu hören, sondern einfach da zu sitzen, auch wenn man völlig unter Strom steht und einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier 5 Minuten mal nur sitze. Das werde ich ausprobieren. Also entweder gibt es eine große Explosion oder ich fange an zu heulen. Bin ich gespannt. Ich werde dann berichten, was dabei rausgekommen ist. Aber es hat mich schon die letzten Tage halt genervt, dass ich wirklich schon mich in mein Schlafzimmer zurückgezogen habe, weil selbst meine Katze, die ich oben habe, mich anfing zu stressen. Sie kam dann an, und Katzen merken ja auch, wenn man so unter Strom steht, sie sagen immer so, hier, komm mal zu mir, komm mal mit mir mit hier auf meinen Therapieteppich, ein bisschen knuddeln, ein bisschen spielen. Das war mir schon zu viel. Und das ist ja nur wirklich nicht lange. Wie lange denn tüdelt man mal so 5, 10 Minuten mit dieser Katze rum? Und das war mir zu viel. Das kann es doch echt nicht sein, ne? Nee, also, wie gesagt, Feierabend. So geht's nicht mehr. Und kleine Ziele. Man sieht es ja auch an den Videos, die ich gemacht habe. Ich wollte dann hier was ändern, da was ändern, bla bla bla. Ich war ja auch guter Dinge. Aber jetzt bin ich so, ich weiß nicht, vielleicht sind das ja die fehlenden 13 Kilo, die mich noch haben dünnhäutiger werden lassen. Aber wie gesagt, so geht's nicht mehr. Ich habe eben im Bett gelegen und habe mich entschieden, das Video so zu drehen, dass ich sage, so. Ist im Moment also mehr ein Ernährungsumstellungsvideo und wie kriege ich meine Psyche in den Griff. Und ja, ich denke, das ist auch okay. So, ich wünsche euch alles Gute. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ein Abo, ein Like. Und wir sehen uns in einer Woche. Und das hoffe ich in einem besseren Zustand.